Süße, ihr solltet mal mit Marion mir ausgehen. Barbiers Lebensmittelladen hat schon seit einer Woche zu. Ich fürchte, wir müssen unsere Boudin woanders kaufen. Verstanden, okay. Dave, es ist nicht bloß die Hautfarbe, die uns unterscheidet. Jetzt komm schon, denk darüber nach, was du... Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Part von Mafia 3. Ich bin der Eimerwerfer und wir machen jetzt irgendwas. Oh, wir haben 102.000... in unseren Safe. Wir fahren jetzt hier hin. Rede mit Donovan über Alvarez. Das machen wir jetzt. Das wird dir noch leid tun. Mein Enkel lebt jetzt in Kanada. Ein Dienstverweigerer. Also fast 2 Meilen. So, wir müssen noch mal wieder ein bisschen Medizin einsammeln. Hier bleibe ich mal kurz stehen. Es wird dunkel. So, wieder eine Sicherung. Dann werden wir hier noch die nächste Sicherung einsammeln. Die war doch hier irgendwo. Da. Lauf schneller! Es wurde auch wirklich Zeit. Ich habe es absolut satt, bei meinen Schwiegereltern zu wohnen. Sie sind ja keine bösen Leute, aber ich könnte einfach nicht weiter in dieser winzigen Bude leben mit den beiden einen Stock tiefer. Genau, dann zieh da doch aus. Vorsicht, Platz da! Hey, pass auf, wo du hinläufst! Landete direkt auf seinem Fuß, mitten drauf, der ganze verdammte Container. Er liegt in Angst. Oha. Oh, hier ist immer noch so viel. Können wir zwischendurch noch, wenn wir hier sind, können wir ja diese 2 Sachen einsammeln. Parke ich mal hier. Ich glaube, wir müssen hier rein. Sogar auf. So. Dann, die raucht auch schon wieder, die Alte. Wir gehen mal hier lang. Mal gucken, ob wir denn da hinkommen. Keine Tür. Dann brechen wir mal hier ein. Kenn ich nix. Ui. Hat gar nicht angezeigt hier, dass hier ein Waffenschrank ist. Da ist gar nichts drin. Die Schweine. Ach, hier ist sogar auf. Ich muss doch mal woanders hin. Hä? Wir können hier sogar das Tor aufmachen. Müssen wir etwa irgendwie aufs Dach gelangen? Achso, hier ist wieder draußen. Hier geht's hoch, dann gehen wir hier nochmal hoch. Achso, ja, jetzt haben wir ein bisschen Durchzug gemacht.
denn hier rein? Ich balanciere mal. Also wir müssen hier rein. Da steht schon mal nichts zur Debatte. Ja, aber das... Ich mach mal hier... So. Ist unterirdisch, ist das. Unterirdisch. Ne, nicht unterirdisch. Hier ist das, Mensch. Mann, 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 Mann. Oh, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir rein. So, da haben wir es doch. Jetzt können wir unseren Weg fortsetzen. Und zwar, wo wollten wir hin? Hier hin. Vergeltung? Ach, Makano will deinen Kopf. Ach ja, die sollen noch herkommen, die Schweine. Ja. Scheiße. Oh oh. Schießerei! Ich kann ja meinen Schlägertrupp anrufen. Mach die Beine breit. Ah, ich bin getroffen. Scheiße. Scheiße. Lad nach! So, es hat ein bisschen wehgetan. Haben die Geld springen lassen? Hier ist ein bisschen Munition für AK. Okay, das reicht erstmal wieder an Munition. Jetzt haben wir ein bisschen Geld verdient. Woher wussten die Schweine, wo ich bin? Irgendjemand hat meine Position verraten. Und wo ist mein Auto, verdammt? Wir holen uns gleich das Auto hier. Was? Ach, ich renne hier noch mit Waffe rum. Die Idee von meiner Frau. Dann fahren wir mal wieder. Hallo, Hamdi. Wie geht's? So, mal sehen, was Donovan... Ach, der ist wieder hier. Und schon wieder am Regnen ist das hier. Wir fahren wieder, wir packen wieder rückwärts ein. Scheiße.
So, das haben wir noch nett gemacht. Ja, mir geht's ja ganz gut, ja. Ja. Ganz gut. Was ist los? Willst du dich auch mal in Badehose am Strand trauen? Ich muss Übungen machen. Dreimal die Woche. Stärkt das Herz. Das Blut an deinem Hemd. Oh. Ah. Hab mich beim Rasieren geschnitten. Pass auf, hör dir das mal an. Alvarez ist aufgetaucht. Diesen Anruf konnte ich neulich abfangen. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Kannst du das übersetzen? Würde sagen, du hast Alvarez eine scheiß Angst angejagt. Jetzt will er wieder zurück nach Kuba. Und sein lieber Onkel Zaraga soll kommen und ihn rausholen. Und was sagt Zaraga dazu? Am Südende des Bayous ist ein Leuchtturm. Da soll Alvarez hinfahren. Er lässt ihn mit einem Boot abholen. Würde sagen, das ist gelogen. Zaraga war mein Bulle in Havanna, als Batista noch an der Regierung war. Er stellte den Wachdienst für Sal's Casinos. Diese zwei Burschen kennen sich schon ewig. Nach dem Gespräch hat Zaraga Sal angerufen und ihm gesteckt, wo er seinen Neffen findet. Das heißt, ich muss da früher ankommen als Marcanos Männer. Sal wird kurzen Prozess mit Alvarez machen, also sei besser auf alles vorbereitet. Rette Alvarez. Alvarez heißt er. Wie vor ein Jahr ungefähr, oder was? Meinst du das so? Bestimmt wegen GTA, wa? Bestimmt wegen GTA 5. Ach so, wir steigen nochmal aus. Wir müssen uns hier ein paar Spritzen einsammeln. Aber ich finde das extrem scheiße, dass ich mir hier keine Klamotten kaufen kann. So, hier ist nur für Angestellte. Scheiß drauf. So, eine neue Spritze. Hast du ja besoffen? Ja, wegen GTA, wegen des Hacker-Videos? Wegen des Modders, wo ich so viel Geld bekommen habe? Deswegen haben die meisten mich abonniert. Scheiße, von wo sind wir jetzt gekommen? Kacke, von wo sind wir gekommen? Ich verlaufe mich hier ständig. Oh, du bist plitschnass. Hat die einen Helm auf? Cherie, ach, das ist eine Japanerin oder Asiat, also auf jeden Fall eine Asiatin. Du bist ja auch ganz nass. Oh, ich jetzt auch. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, hier steht unser Auto schon mal nicht. Dann müssen wir uns ein neues klauen, wa? Aber hier war doch noch irgendwo. Irgendwie. Ne, wir sind viel lang gelaufen. Das kommt mir wieder bekannt vor. Schon wieder aufgehört. Da, hier. Achso, wegen online hat dir das ein bisschen gefallen. Ja, ich will auch wieder ein bisschen online spielen, nur mir fehlen da meine ein, zwei Hauptkumpanen. Hier ist es wieder angezeigt. Die erste Hilfe. So, hier ist auch wieder nur für Angestellte. Oh, die Küche. Da. Neue Adrenalinspritze. Oh, die Kasse hier räumen wir mal aus. Wo zur Hölle willst du damit hin? Wartet nur, bis die Polizei... Klappe! Aua! So. Ich brauch die Kohle. 102, ey, 102 Dollar habe ich hier gekriegt. Da ist mein Auto.
Ne, Minecraft habe ich nicht. Minecraft habe ich nicht. So, wir holen mal hier eine Weste. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr. So, jetzt haben wir 4 Spritzen. Dann holen wir uns hier nochmal die schusssichere Weste. So. Ab nächsten Freitag, heute in einer Woche, wird unter anderem auch Multiplayer Battlefield 1 gestreamt. Habe ich mir eben bestellt. Oh, den holen wir uns hier nochmal. Jetzt holen wir uns hier auch nochmal. Wir müssen unbedingt mal wieder ein bisschen Medikamente einsammeln. Oh, hier ist zu. Wie geht's? Gucken wir mal, ob wir hinten reinkommen. Ja, hier sehen das nicht so viele. Haben die Visas bei dir? Guckst du dir lieber Livestreams an oder normale Let's Plays, die nicht live sind? So, jetzt haben wir 5 Spritzen. Guck mal, die Kasse auch noch leer machen. Ist ja keiner da. $38 bloß. Aha, ja, ich spiele ja nur PC. Ich bin ein reiner PC-Spieler geworden, obwohl ich mit Konsole günstiger fahren würde, weil ich habe jetzt 500 Euro nur für eine neue Grafikkarte ausgegeben. Da wäre ich mit einer PlayStation 4 günstiger dran gewesen. Okay, live. Ja, aber live ist halt irgendwie schon wirklich cool, aber live kriegt man die Qualität nicht so gut hin wie in normalen Let's Plays, wenn man das aufnimmt. Deswegen, wir müssen hier lang, scheiße! Abrems! Alter, rutscht der hier durch die Gegend. Ich bin halt am überlegen, ob ich die Kampagne von Battlefield 1 normal Let's Play oder auch live streame. Aber ich denke mal, Battlefield 1 reicht es vielleicht, wenn ich nur Multiplayer streame. Bist du auch, hast du auch ein Twitch-Konto? Weil ich streame auch manchmal auf Twitch. Abends zum Beispiel streame ich mehr so auf Twitch. Lass mich vorbei hier. Sollen wir mal gucken, ob wir bald mal wieder eine Schießerei finden? Oh, scheiße. Begib dich zum Scheiße, jetzt habe ich auf die Mission geguckt. So, wir holen uns hier nochmal Medikamente. Schwing deinen Arsch hier raus! Halt die Fresse! Das arme Schwein hat es nicht mal kommen sehen. Ich bin eigentlich nicht so ein Rüpel. Ich bin eigentlich ein ganz netter Mensch. So, wir müssen hier irgendwo aufs Klo. Das ist bestimmt nicht. Ich hab hier jemanden, der einen Arzt braucht. Laber nicht. Endlich lockern die Wolken auf. Regen schon wieder? Muss das? Ich hab allgemein eben nicht viele Zuschauer.
Wenn ich Glück habe, habe ich mal 5. Aber auch dann komme ich noch hinterher zu antworten. Ich möchte immer antworten, denn ich habe nicht immer was zu kommentieren, was das Gameplay angeht. Dann ist es auch mal nett, wenn ich denn so reden kann mit euch. So, wir haben jetzt 6 Spritzen. Ich glaube, ich muss hier doch mal wieder die Heizung anmachen zu Hause. Zum Leuchtturm, wo ist das eigentlich? Da waren wir noch nie. Ah, hier haben wir sogar schon... Oh, dann machen wir hier noch gleich den Verteilerkasten. Ich fahre jetzt erstmal rechts. Ne, hier muss ich rein, den Verteilerkasten machen. Den machen wir nochmal. Hallo, Mister. Rechnen wir hier nochmal fix ein. Und holen uns hier die Sicherung. Oh, hier ist sogar auf. Hätten wir gar nicht einrechnen müssen. Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist ein Strand. Naja, ob das wirklich ein Strand ist? Da muss man aufpassen. Hier sind nämlich Krokodile drin. Da können wir immer Leichen entsorgen. Die werden dann von den Krokodilen gefressen. Was ich mal sagen muss, zum Vergleich zu GTA. Ich habe hier noch keine Katzen und keine Hunde rumlaufen sehen. Die einzigen Tiere, die ich hier gesehen habe, sind Krokodile. Und das... Oh, da ist noch was. Ja. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Auch wenn ich hier einen Unfall baue oder ein Auto ramme. Die machen nichts. In GTA wollen sie mir gleich die Fresse polieren. Deathmatch, ah, da bin ich so schlecht. Ich habe vorher Potato Aim. Ich spiele ja ohne Auto Aim. So, können wir hier irgendwie rein, ohne dass wir einbrechen müssen? Nee. Oh Mann, typisch. Ganz schön viel los hier. Oh, Laub. Was ist denn hier los? Ach, der arbeitet. Der arbeitet hier dran. Oh, hier kann man Boote betanken. Hier ist eine Angel. Hier wollen wir was ausprobieren. Aus dem Weg. Hey, je, mach doch die Augen auf. Der ist bestimmt nur bewusstlos, ne? Hier, wir probieren das mal aus. Bin immer mit dem Riesenrad gefahren. Was du nicht sagst. Nee, hier sind keine Krokodile. Mafia ist geil. Ja, Mafia ist schon geil. Aber mir fehlt halt hier, ne? Mir fehlt halt hier einiges. Es gibt hier keine, zum Beispiel, keine Straßenbahn wie in Mafia 1 noch. Ich glaube, man kann mit dem Taxi, kann man glaube ich auch nicht fahren. Und ich renne hier die ganze Zeit mit diesen Klamotten rum. Ich kann mir keine Klamotten kaufen. Ich kann mir auch keine Autos kaufen. Ich kann auch nicht mein Auto reparieren. Ich kann meine Autos nicht tunen oder umlackieren. Es gibt hier keine Werkstatt und das finde ich ein bisschen schade. Von der Grafik her ist es natürlich geil, aber die Action, die Ballereien fand ich in Mafia 2 wieder besser. Vielleicht haben wir ja gleich mal eine schöne Schießerei. Oh. Rette Elveris. Oh, was ist jetzt passiert?
Oh, es ist dunkel geworden. Zeitsprung. Oh, da sind Böse. Die haben Schalldämpferpistole mit, ne? Ja, wir machen einen auf James Bond. Wir haben Schalldämpferpistole dabei. Wo sind die denn hin? Die waren hier doch eben. Wo sind die Menschen hin? Ist das schon wieder Buggy hier oder was? Schleiche hin und her, das fällt uns gar nicht schwer. Oh, da ist einer. Hä? Nee, Clash Royale, nee. Hey, wer ist da? Alti Gusch! Mein Name ist Bond. James Bond. Scheiße, der lebt noch! Kacke, ich hab's versaut! Schießerei! Schießerei! Das ist doch der letzte Schrei! Aber ich war in Vietnam! Schnappt euch diesen dämlichen Halt die Fresse da hinten! Nachladen! Der ist doch... Das freut mich. Amdi, das freut mich. So, ich glaube, hier beim Zaun können sie aber durchschießen. Da rennt noch einer. Schlag nach. Wir gehen mal hier rein. Oh, Geld. Immer das Geld von den Leichen einsammeln. Hier ein Fressen für die Krokodile. Nee. Doch! Ah! Krokodil! So, Alarm ist zu Ende. Hier ist noch Geld. Kannst ja auch schön deine Freunde voll spammen mit meinem Kanal. Wie? Also, das war's hier schon wieder? Alle tot? Was ist denn das hier? Das war noch keine Herausforderung. Dann geh nochmal hier rein. Ja, los, mach Tür auf. Ach so, Kuh. Hör auf zu feuern! Ich will dir helfen! Come mierda! Hace todo para la pinga! Ach du Scheiße, sprichst du unsere Sprache? Sie? Die Kerle vom Haus sind tot. Ich will nur mit dir reden. Ich schieb dir jetzt meine Waffe rüber, okay? Mira, wenn du mich reinlegen willst, dann leg ich dich um. Kann ich mitarbeiten. Du bist doch der, der mich töten will. Ich wollte dich nicht töten, ich habe versucht, dich zu finden. Dein Onkel hat dich verraten. Er will dich nicht raushauen. Du lügst. Ich habe ihn gesprochen und er schickt mir ein Boot. Glaubst du, diese ganzen Ithaka waren zufällig da, als du hier aufgekreuzt bist? Saraga hat Sel Makano gesteckt, wo er dich findet. Ich muss telefonieren. Scheiße, Mann. Wen willst du denn anrufen? Makano wollte dich nie wieder aus der Stadt lassen. Der Typ nutzt dich aus und wenn er hat, was er will, bringt er dich um. Deine einzige Chance, hier heil rauszukommen, bin ich. Was willst du von mir? Sag mir, wo Makano seine Fälscherwerkstatt hat, dann sind wir quitt. Es ist alles
in einem Boxclub der Torre Marcano gehört, aber das läuft alles schon. Siehst du, das reicht schon. Na komm. Du musst schleunigst hier raus. Wo bringst du mich hin? Ich kenne jemanden, der dich aus der Stadt bringen kann, damit Marcano dich nicht findet. Mierda. Wenn du am Leben bleiben willst, bleib dicht bei mir. Verstanden? Oh, Schießerei. Wenn er dich hier rausbringt, gerne. Aber halt den Kopf unten. Geht die Musik nicht weg? Da meckert YouTube dann wieder rum. Los, vorrücken! Ballerei, Ballerei! Ich sehe nur keinen! Da sind sie! Ich werf mal eine Granate dahin! Friss das! Ich treff nichts! Lad nach! Oh, danke, Mensch. Der hilft mir sogar richtig gut hier. Muss auch Munition einsammeln. Und ob ich hätte herkommen sollen. Oh, Scheiße. Scheiße, ich brenne. Kacke! Setz ihn hier richtig zu! Lad nach! Scheiße, ich muss mich militarieren. Ich brauch Munition! Ich muss mir mal hier eine andere Waffe einsammeln. Ah, die ist auch leer. Rückzug! Ich muss eine Schrotflinte einsammeln. Oh, hier ist das Kollege. Hier ist die Schrotflinte. Ja, die Musik ist natürlich geil, weil das spielt ja auch Ende der 60er. Friss das! Aber YouTube... Ich habe die Musik halt leise gemacht im Radio, weil YouTube da mal voll rummeckert. Da sind sie. Das ist eine Granate! Eine Granate! Treffer und versenkt. Kann Italienisch. Ich wollte mal Italienisch lernen, aber vorher wollte ich eigentlich noch Spanisch lernen. So, wir müssen hier rein, oder was? Müssen wir mit dem Boot wegfahren? Ne, hier ist ein Auto drin. Nee, die Karre haben wir doch schon, oder nicht? Einsteigen! Jawohl! Nee, ich glaube, die Karre hatten wir noch nicht, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Weit fahren. Ich glaube, wir sammeln da nochmal diese Sicherung ein. Obwohl, scheiße, wo sollten wir jetzt... Ach, kacke. Nee, die Karre hatte ich noch nicht. Hoffentlich kann ich die behalten. Ja, sieht nicht so schlecht aus. Oh, scheiße!
Was ist das Ding ruhig halten, Mann? Ah, hör auf hier rumzujammern. Oh, scheiße, hinter uns sind welche. Wir müssen hier weg. So. Er schießt zurück, Action! Ah! Scheiße, Auto! Ich muss mal hier das Ziel ändern. Entkomme mit Alvarez. Nimm den Wagen von Alvarez. Okay, da müssen wir hin. Scheiße, was ist denn hier los? Ah, Kacke! Fahr! Oh, ich hab Platten! Ich hab Plattfuß! Wir müssen Auto wechseln! Nein! Ich wollte doch den sein Auto behalten! Scheiße! Aussteigen! Schieße rein! Dann regeln wir das eben so. Oh, ist ja wie ein Actionfilm hier. So, ich sammle noch ein bisschen Munition ein. So, die habe ich hier schön im Auto. Ja. So, dann nehmen wir die Karre hier am besten. Munition habe ich ein bisschen eingesammelt. Pistolenmunition. Oh, die schöne Karre hier. Voll Plattfuß haben sie mir hier geschossen. Alle vier Reifen. Wie siehst du denn aus, Junge? Ist immer eine Spritze hier. So. Jetzt geht's mir wieder gut. Hör auf zu hupen. So, die suchen mich noch. Das war der Letzte. Das war der Letzte. Halt trotzdem die Augen auf. Du hättest mich umlegen können. Mit einer Kugel in den Kopf. Und man kann trotzdem ans Bein pissen. War da irgendwo eine Frage in dem Satz? Da war ein Auto auf dem Baum. Fühlte sich nicht richtig an. Pass auf, du hast mir nichts getan. Für mich bist du nur einer von den Leuten, die von Marcano verarscht worden sind. So einfach ist das manchmal. Wenn ich das überlebe, bringe ich meinen Onkel um. Du wirst das überleben. Immerhin bist du mit mir unterwegs, mit dem Eimerwerfer. Wenn ich uns nicht tot fahre. Ja, GTA. Ja, GTA ist anders, ne? Ich meine, wenn das hier, wenn es hier einen Story-Modus, einen Online-Modus geben würde, dann wäre das auch schon richtig geil. Aber in GTA kannst du halt mehr machen. Wie gesagt, du kannst halt an den Autos rumspielen, Autos kaufen, tunen, Klamotten kaufen, tunen. So, die suchen mich aber immer noch. Oh scheiße, die Bullen, ich fahre über roten Ampel. Aber die Bullen sind hier so harmlos. Oh, da sind wieder böse gewesen. Weg hier, ich muss hier lang.
Oh, wir sind zu weit. Ach hier, zu Vater James. Er bleibt eine Zeit. Ach, die Zeit läuft runter? Okay. Haben die... Lincoln, was ist denn los? Ich bräuchte Hilfe, den Mann hier aus der Stadt zu schaffen. Er hat Stress mit Selma Kano. Also, ich kann nicht mehr. Ist das der, von dem du mir erzählt hast? Ja, das ist er. Hören Sie, Pater, ich muss Sie bitten, mir zu helfen. Was soll ich sonst mit ihm anstellen? Scheiße, ich... Na gut. Ich kenne einen Jesuiten in New Mexico, er hat schon Leuten in so einer Lage geholfen. Aber es müsste sofort sein. Marcano wird die ganze Stadt nach ihm umkrempeln. Gut, ich rufe ihn an. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Ich danke Ihnen, Pater. Rette Alvarez abgeschlossen. Story Auto freigeschaltet. Erledige Tommy Marcano. Was? Achso. Erkundung freigeschaltet. Hab ihn sterben gesehen. Rede mit Vater James. Erledige Tommy Marcano. Triff Donovan für Neues über Tommy Marcano. Mal kurz auf Pause. Nee, hast nichts verpasst. Wir haben halt diesen Typen hier bei Vater James abgeliefert. Ich gehe mal hier rein und hol mir mal... Oh, scheiße. Ich habe Alvarez aus der Stadt geschafft. Gut. Er meinte, du hast ihm das Leben gerettet. Na, ich habe ihn nur von Marcanos Leuten weggeholt. Dem Herrn sei Dank. Ich will ihm mal was fragen. Weißt du eigentlich, wie Sal Marcano es geschafft hat, diese Stadt unter seine Knute zu bringen? Hat mit seinen Brüdern ein paar Typen gekillt und den Laden übernommen. Er hat seinen eigenen Vater verraten, Lincoln. Hat zugesehen, wie er verreckt ist. Und dann hat er alle umgelegt, die ihm im Weg waren. Reihenweise hat er Leute abgeschlachtet. Und jeder, den er irgendwie für gefährlich hielt, musste dran glauben. Woher wissen Sie das? Von anderen Priestern. Das Beichtgeheimnis ist nicht jedem heilig. Ich bin nicht blöd, Lincoln. Du bist ein Verbrecher. Sammy war ein Verbrecher. Da mache ich mir schon lange nichts mehr vor. Brauchst du nicht zu glauben. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob einer ein Krimineller ist oder ein Sal Marcano. Ich bin kein Sal Marcano. Das sagst du jetzt vielleicht. Aber was ist, wenn das hier vorbei ist? Wenn dir niemand mehr im Weg steht? Weiß ich noch nicht. Du bist ein guter Kerl, Lincoln. Ich weiß, das klingt komisch angesichts all dessen, was du auf dem Karpholz hast, aber es ist so. Du hast das Zeug zum anständigen Menschen. Ich habe es gesehen. Doch die Entscheidung, wohin dein Weg geht, liegt bei dir. Du hast die Wahl. Ob du dich von all dem blenden und verführen und verschlingen lassen willst. Ob du zu dem werden willst, was du eigentlich hast. Nintendo 3DS XL? Was ist ein XL? Ist das eine Nummer größer oder was? So, wir gehen mal raus.
trifft Donovan für Neues über Tommy Marcano. Ich sehe gar nicht, was zum Einsammeln. Haben wir das doch irgendwie gekriegt hier? So, wir können eine Menge Aufträge erledigen. Ich versuche aber jetzt Folgendes, und zwar das hier. Nintendo 3DS XL habe ich noch nie gesehen. Glaube ich. Ich bin im French Ward. Meinst du, ich könnte ein bisschen Kohle bei dir lagern? Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Hm? Achso, die steht da ja schon. Wehe, du verlierst das. Okay, ich wäre dann soweit. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt das Auto von Alvarez haben oder nicht. Ich denke mal nicht. Nee, haben wir nicht, so ein Scheiß. Kacke. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Denn das hier ist ja eine andere. Oder hatte Alvarez diese Karre? Nee, der hatte eine andere Karre. Das ist eine große Hilfe. So, 3 Meilen müssen wir jetzt fahren. Aber die Karre geht gut ab. Scheiße! Ja, die Ampel war mir sowieso im Weg. $103.000 und ich weiß nicht, wohin mit der Kohle. Fast aus wie GTA, ja. Also ich denke mal, die Engine ist aber schon ein bisschen anders. Also GTA hat andere Farben. Und GTA ist ja auch schon ein bisschen älter. Normalerweise müsste grafisch das hier sogar besser sein. Aber man sieht eigentlich kaum Unterschiede. Jetzt, wo ich eine neue Grafikkarte habe, kann ich GTA... Oder habe ich jetzt die Grafik in GTA auch wieder ein bisschen hochgestellt? Mal gucken, vielleicht kann ich ja einen Kumpel überreden, heute Abend nach dem Fußball gegen 23 Uhr oder so mal wieder ein bisschen GTA Online zu spielen, zu streamen. Hast du ein Twitch-Konto? Weil ich abends halt, wie gesagt, ab und zu oder öfter mal denn eher auf Twitch streame als auf YouTube. Na gut, zugucken kann man auch ohne Konto. Und dann kriegt man halt keine Benachrichtigung. Ach so, scheiße, wo müssen wir hier hin? Bleib mal locker, wir müssen da hin. Aber ich glaube da... Nee, da müssen wir hin. Ja, ich glaube, hier ist wieder Buggy. Oder was? Na, Buggy wohl nicht, aber keine Ahnung, was das immer ist. Denn hier ist wahrscheinlich wieder kein Boot da.
Nee, kein Boot da. Ich weiß nicht, was es immer ist. Dann versuchen wir mal das. Ein Intro senden? Wieso ein Intro? Du kannst es doch hier auf deinen YouTube... Du kannst es auf deinen YouTube-Kanal hochladen. Wenn du nicht willst, dass das andere sehen, dann machst du das auf nicht gelistet. Dann kann man das nur angucken, dann können das nur die Leute angucken, die von dir den Link bekommen. Und dann schickst du mir eine privaten YouTube-Nachricht den Link. So, mal gucken, ob die Mission da hinten geht. Nee, die funktioniert hier, die Mission. Jawohl, Schießerei! Haben wir denn Munition? Naja. Jetzt geht's ans Eingemachte hier. Oh, hier ist noch eine Platte drin. Was dauert denn da so lang? Willst du das Zeug nun oder nicht? Verschwende nicht meine Zeit. Normalerweise mache ich so. Ich weiß nicht, wie sie drauf kommt, dass ich das nicht. Wir verkaufen nur an Weiße. Ich fühle mich wohl. Halt die Fresse, du scheiß Rassist. Wenn ich Gott weiß, worum Strohmann will, dann ist das ihre Sache. Ich werde schön hier bleiben. Danke dir. So. Hoffentlich kommt der nicht hier rüber. Da ist die Platte. Oh, und hier ist noch Geld. Ich treffe mich mit ein paar Freunden im Crown and King. Komm doch an. Das Geld hier klauen wir noch. Dann holen wir das Geld hier auch noch. Er will so mal. Okay, der ist böse, da ist aber eine Unschuldige. Ich habe ihm gesagt, da muss er erstmal mit Gott ins Reine kommen. Nicht bloß ein bisschen Kirche, wie früher. Das Jagen der liegt uns Scheiße. Sagt, wir könnten und Schwarzelvermögen. Sorry, ich habe eine Unschuldige getötet. Alle weg hier, schnell! Wenn es sein muss, bitte schnell! Jetzt haben wir hier Schießerei. Lauf! Los! Los! Lauf! Weg hier! Nichts von ihm übrig. Hier ist er. Holt ihn euch. Oh, das Schwein hat ein Glück. Alter, der hat mich getroffen. Vorrücken! Scheiße, ich muss nachladen. Da ist der Piss. Ich stanze ihm ein neues Arschloch. Oh. Oh. Scheiße! Ich lieg am Boden wie eine Beschwerde! Ah, Kacke! Na, brauchst du was zum Aufwärmen? Kacke, die wollen mich immer abfackeln, die Schweine! Wieder eine Unschuldige hier draufgegangen. Da hinten ist einer. Keine Granaten mehr, doch. Hurensohn hat er gesagt. Der geht einfach nicht drauf. So, jetzt könnte ich doch mal ein Sturmgewehr gebrauchen. Halt drauf! Halt drauf! Beweg deinen Arsch! Wo ist der da? Da. Headshot! Geld! Dieses Stück Scheiße steht genau vor mir! Brenn, Digga Boy, brenn! Nein, nicht brennen! Scheiße! Aua! Das
Wollen die mich verarschen hier? Der Penner da, der kotzt mich richtig an. Brenn, Digga, Wolf! Brenn doch selber, du Arschloch! Kacke, Alter. Ganz schön zähe Brocken sind das hier. Ja. Was? Jetzt wird's blutig? Hier, Granate! Ich hab keine Granaten mehr. Schnappt ihn euch von der anderen Seite! Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals! Bereits im Karnickelfangschuss! Bereits was? Seid dieses Arschloch in die Hölle! So, was wolltest du sagen? Da ist einer drin. Ich schneid dir dein beschissenes Herz raus! Scheiße! Das fühlt sich gut an! So. Ich rette lieber meinen Arsch! Ich meine auch. So, da müsste ein tiefer sein. Okay. Wo treibt der sich rum hier? Hier oben etwa? Ja. Er glaubt, dass ich so. Was wolltest du sagen? Ich nehme mal wieder was hier mit Führe Entfernung. Oh, hier kann ich sogar auch rauf. Ich bin der König der Welt. Ob wir jetzt ins Wasser springen können? Das mache ich mal nicht. Ganz schön heikel gewesen hier. Sammel hier nochmal ein bisschen Munition ein. Gucken, ob die ein bisschen Gewehrmunition haben liegen lassen. Ne, nur Shotgun und so ein Zeug. Wieder neu gespawnt. Keine Gewehrmunition. Fahren wir mal ein bisschen LKW. Ach du Scheiße, ist das weit. Macht auch keiner auf. So, müssen wir diesen Weg hier lang. Wir halten noch mal kurz an. Denn ich hab da was gesehen. Da ist er wieder. Ich dachte, wir haben hier schon alles an Propaganda eingesammelt. Komisch. Da stand 100%. Weitermachen. So, jetzt müssen wir nochmal eine weite Strecke mit einem LKW fahren, aber das macht ja immer so einen Spaß.
Andi, was spielst du denn hauptsächlich? GTA oder was? GTA und Minecraft? Chill mal, wenn der hier so doll ins Rutschen kommt. Wird denn der gehupt? Noch ganz normal gefahren. Die spinnen alle, ups. Oh, jetzt habe ich wieder Bock auf den Truck-Simulator. Little Big Planet 3, das kenne ich gar nicht. Call of Duty bin ich auch so kein Fan von. Wie gesagt, heute in einer Woche geht es los mit Battlefield 1 Kampagne und Multiplayer. Oha, die habe ich schlecht genommen, die Kurve. Wir sind bald da, hip hip hurra! Hier müssen wir rein? Lieferung abgeschlossen. Okay, viel Spaß dabei. Geschäfte bringen den maximalen Verdienst ein. So, ich gehe mal hier rein. Ich hätte ein besserer Soldat werden können als jeder, der jemals da ist einer am Kotzen. Darauf kannst du deinen Arsch schwingen. Wir haben hier alles aber unter Kontrolle. Kannst dich entspannt zurücklehnen. Ja, ich will hier aber mal ein bisschen. Kein Mann, der sich gegen seine Mama auflehnt. Nee, das Geld kriege ich hier nicht raus. So ein Scheiß. Ich will hier aber ein bisschen Medizin einsammeln. Das ist schön, dass du mir weiter zuschaust. Ach, hier geht's noch lang. Ein Wettbüro oder was? Oh, danke, dass du die Tür aufmachst. So, $1,200 weggenommen. Der zählt da das Geld. Mensch, lasst mich hier rein, ich bin hier der Chef. Aber seine blöde Radiowerbung müssen wir weiter ertragen. Das werde ich jetzt einfach mal so glauben. Weit gekommen, dass ich die Post nicht mal mehr aufmachen will. Entweder eine Rechnung oder eine Mahnung sein. Gemachte Männer. Ja. So ein Mist. Wüsste ich, was das bedeutet. Ich weiß nicht. Ich verlaufe mich in diesen Scheißläden immer.
bin ich froh, dass ich hier bald weg bin. Es ist eine Schande, wie diese Stadt vor die Hunde. Sorry. Was gibt's denn zu essen? So anhören, als ob er mich bittet, aber nee, mein Freund. Tut mir leid, mein Fehler. Ja, dein Fehler. 14, 15 Stunden am Tag. Oh Mann, typisch. Frauenklo. Deine Entscheidung, Penner. So, das hätten wir. Geh nochmal aufs Männerklo. Nichts los hier. Die stehen vor eurer Tür und schließen. Ach nee, die gucken auf dem Fernseher, da Pferderennen. Entscheidung, Penner. Es ist, als ob ich zu allem, was er sagt, eine Meinung haben müsste. Manchmal will eine Frau einfach nur in Ruhe eine Kaffee trinken. So. Sammeln wir hier diese Dinger ein? Nein. Ich war hier noch nicht in so einer Bar drin. Wo müssen wir jetzt hin? Hier hin. Erledige Tommy Marcano. Oh, Kickback, Kickback. Kickback, oh, richtig viel. Geschäfte bringen den maximalen Verdienst, ja, Mach ich jetzt das hier. Wir gucken mal auf die Abschussliste. Hier, Tommy Marcano, aber hier sind auch noch welche. Zwei Stück, die wir machen müssen. Ja, es ist irgendwie enttäuschend, aber wie gesagt, die meisten habe ich halt wegen 2-3 GTA-Videos. Für den Rest interessieren die sich leider nicht. Das wäre schöner, wenn das auch aktive Abonnenten wären und nicht so, die nennt man ja auch gerne denn tote Abonnenten. Also eigentlich habe ich vielleicht 20 oder so. Lass uns was von dem Bargeld einbunkern. Bin in Southdowns. Bin gleich da. So, jetzt holt die Alte nämlich dann auch die Kohle ab, die Kickbacks. In Ordnung. Pass gut drauf auf. Was wickeln wir heute an? Unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Achso, trifft deine Donnerwind für Neues über Tommy Marcano. Ja, dann machen wir das mal. Hier war nochmal ein. Ups, da war ein Einkaufswagen. Oh. So, dann geh nochmal hier rein. Ja, also das Driften kriege ich hier auf jeden Fall besser hin als in GTA 5. Ist sie doch gar nicht hier, oder was? Oh, da liegt es doch. Ups.
hier ist noch eine Sicherung. So, hier dürfen, so dürfen wir eigentlich nicht halten. Tut mir leid. Ja, mir auch. Na, das ist ja typisch. Ach, zu weit. Oh, oh, die Bullen haben sogar gehupt. Ach, scheiße. So. Meine Bluse! Ja, meine Bluse! Hey, Häuptling, großer... Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch. Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Ja, was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat, für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Erledige Tommy Marcano. Brennt wie Napalm. Storyauftrag. Erledige Tommy Marcano. Rede mit... Was hat er gesagt? Elche? Else? Was ist schon wieder für ein Sauwetter hier? Kann ich keinen Regenmantel kaufen? Und wo ist mein Auto hin? Du hast gewonnen. Dann reden wir mal mit denen. Oh, ist das düster hier heute. Ist das ein Dreckswetter? Ist hier Weltuntergang oder was? Oh, die Sonne blendet wieder. Geil.
Vorsicht! Was haben wir hier? Erste Hilfe. Wir holen uns hier mal Erste Hilfe. Oh Mann, typisch. Was soll denn das werden, Freundchen? Gib mir die Kohle. Ach, scheiß, falsche Tür. So. Warum sind hier eigentlich böse? Wollen wir die mal ausschalten? Was ist denn hier los? Also, wieso wolltest du ausgerechnet Mr. D'Razio beklauen? Es tut mir leid! Sag Mr. D'Razio, ich tue alles, um das wieder gut zu machen. Alles! Alles? Gut, dann flieg mit deinen beschissenen, klebrigen Klaukratschern. Mir den... Ups. Scheiße, hoffentlich sieht er nix. Da, hier ist eine Platte. Telefon, können wir es kaputt machen? Nee. So. Ich glaube, hier müssen wir irgendwann denn nochmal hin. So, irgendwie müssen wir hier noch rein. Geh nochmal hoch. Da ist einer runtergefallen. Warum fallen wir? Damit wir lernen, uns wieder aufzurappeln. So, dann haben wir das hier auch erledigt. Ach, hier ist noch eine Notiz. Tut mir leid wegen gestern Abend. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich weiß, wir können das schaffen. Ja. Ne, von wo sind wir gekommen? Von hier, ne? Gleich schon da. Ja.
Ja, ich bin nie zufrieden mit dem Einparken. Na, da soll mich doch der Blitz beim Scheißen treffen, wenn das nicht Lincoln Clay ist. Na, RC, überrascht mich zu sehen? Hab von Sammy und Alice gehört. Dumm gelaufen. Aber ich denke, du bist gut aus der Sache rausgekommen. Erwähn ihren Namen nochmal und du frisst deine eigene Zunge. Los, wir fahren eine Runde. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Das ist richtig. Wo geht's lang? Begib dich zum Arcadia. So, wie weit ist denn das? Ich habe mich ferngehalten. Hab keinen Fuß ins Hollow gesetzt seit November 62. Seit fast 6 Jahren. Ich weiß. Kannst du mir wenigstens sagen, wo es hingeht? Ins Arcadia. Da hält Tommy Marcano seine Dschungelkämpfe ab, richtig? Richtig. Und du hast schwarze Kämpfer für ihn rekrutiert? Hab ich. Gut. Ich will da nämlich kämpfen. Was? Wieso? Hätte ich gewollt, dass du es weißt, wüsstest du es. Wenn ich meinen Hals hinhalte, will ich auch wissen, wieso. Du hast Glück, dass du noch lebst nach der Sache mit Sammy. Dachtest du wirklich, er würde nicht merken, dass du all das Geld geklaut hast? Das habe ich mehr als abgebüßt. 6 Jahre Verbannung von meinem einzigen Zuhause. Ich konnte nicht mal meine Ma auf ihrem Sterbebett sehen. War deine Entscheidung. Jetzt ist es Zeit für eine neue. Wenn ich das mache, kriegst einen Neuanfang. Kannst das Hollow betreten, wann du willst. Scheiße. Okay. Hab gehört, dass man Tommy persönlich trifft, wenn man gewinnt. Stimmt das? Er will die Gewinner einschätzen. Sehen, ob er sie regelmäßig reinholen will oder ob sie nur was Einmaliges waren. Wo findet das statt? Gewöhnlich oben in seinem Büro. Einer der Jungs holt dich in der Umkleide nach dem Kampf ab und bringt dich zu Tom. Okay. Ah, der spielt auch mal Mafia 3 auf PC. Hast du den so? Wir haben nur noch 2,5 Minuten. Kämpfer nehmen nicht die Vordertür. Wir gehen am Nebeneingang rein. So, haben wir mal vorwärts eingeparkt. Komm mit. Warte, Elsie. Wer zur Hölle ist das? Das ist Jackknife Johnson. Was will der denn hier? Er steht noch draußen. Kämpfen will der hier, Junge. Muss ihn durchsuchen. Keine Waffen erlaubt. Lass dich abtasten, okay. Tu, was du tun musst, aber pass auf, wo du mit deinen Griffeln landest. Spar nee, kenn ich nicht. Ring aufhauen, Ochse. Rein mit dir. Gehe in den Umkleideraum. Ja, wo ist denn der? Wo ist der Umkleideraum? Der andere Typ ist draußen geblieben, oder was? Ich komme hier nicht rein. Oh, was denn hier los? Ist das hier der Umkleideraum? Nee. Yeah.
Oh, was ist denn das für ein Scheiß hier? So, jetzt habe ich den Stuhl umgekippt hier. Ich glaube, es hackt. Verprügeln kann ich die auch nicht. Jetzt bin ich hier gefangen. Bestimmt, weil der Typ hier oben dann noch draußen ist. Ich kann nichts machen. Hoffentlich baut jemand Scheiße, damit ich ihn abknallen kann. Kacke! Jeder, der sich hier blicken lässt, fängt sich eine Kugel. Verdammte Scheiße! Ja, ich verlasse mal das Spiel und mache Neustart. Checkpoint. Ich mach Checkpoint laden. Nee, haben die, das war ein anderer. Der hat sich schon mal bei mir auf bei mir, der hat das... Kabine ist da hinten. Ah, jetzt geht's auf. Der hat das Video kommentiert. Der heißt definitiv anders. Nach dieser Haltet Schicht euch zurück. Suche ich mir eine heiße Braut mit einer engen Pussy. Der Typ braucht einen Arzt. Schmeiß den Nicker irgendwo hin und lass der Natur freien Lauf. Hallo Christian! Wir müssen hier jetzt boxen. Wie läuft's denn, RC? Um an Tommy Marcano ranzukommen, den wir dann ausknipsen wollen. Ich gehe und treffe die Vorbereitung. Gib ihm deinen Namen und so. Und dann gehst du und ziehst dich um. Wen hast du denn heute dabei, RC? Einen neuen. Der neue sieht zwar stark aus, aber ich setze weiter auf den Brawler. Ich muss dich was fragen, RC. Was denn? Stehen alle Nigger drauf, sich gegenseitig die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Okay, haben die. Mir geht's gut, nee. Christian und dir? Wir prügeln eigentlich jedem die Scheiße raus. So, wir ziehen uns jetzt hier um. Dir. Zieh dich um. Sie ist schon ein komischer Vogel. Jetzt machen wir uns nackig. Da schmeißen hier die Handtücher in die Dusche. Sind die alle bescheuert? Können sie, dass sich Kerle nie benehmen können, ne? Wie die größten Neandertaler verhalten die sich immer. Was passiert, wenn wir erwischt werden? Genau das, was du denkst. Für eine Chance, nach Hause zu kommen, das ist es mir wert. Egal, was passiert. Lass uns gehen. Steige in den Ring. Ach du Scheiße. Na, so ein bulliger Kerl, wie wir sind. Es ist soweit. Bist du nervös? Sollte ich das sein? Schätze, das hängt davon ab, wie das hier ausgeht.
Du gehst durch die Tür, wirst angekündigt und dann direkt ab in deine Ecke. Und wo gehst du hin? Ich treffe dich dann dort. Aber dieser Teil der Show dreht sich um dich. Die lieben es, ihre kämpfenden Nigger vorzuzeigen. Na los, die warten auf dich. Ja, Rocky Balboa, ich bin Apollo Creed. Und der Dschungelkampf geht weiter, Jungs. Der nächste Herausforderer für Nick Boom Boom Bonnen ist 1,90 groß und wiegt etwa 97 Kilo. Hier ist Jack Knife Johnson. Was? Meint er mich damit? Ich bin Jack Knife Johnson? Toter Bruder! Ich mach dich kaputt, Junge! Scheiße! Aua! So! Aua! Will er mich verarschen, Alter? Lass ihn schreien! Genau so. Hau den Nigger. In die Fresse ein hier! Triff ihn härter! Aua! Genau so! Hau den Nigger! Triff ihn härter! Ah, ich hab Angst! Scheiße, ich bin gleich kaputt! Kacke! Nimm das, du Penner! Ich hab ihn noch in der Ecke hier! Helf mir! Was soll denn das sein? Ich hab gesagt, schlag den Motherfucker! Nein, ich hab doch alt gedrückt! Jetzt bin ich zu Boden gegangen! Scheiße! Kannst gar nichts, geh doch zu Hause, du alte Scheiße! Ich krieg das nicht hin mit diesem Finish-Move da. Wenn ich Q irgendwie im richtigen Moment... eigentlich muss ich nur Q gedrückt halten und im richtigen Moment loslassen. Das ist mir aber erst einmal gelungen. Heute wirst du sterben. Du wirst sterben, du Wichser. Ja. Mach ihn platt! Aua. Du sollst kämpfen! Na los, kämpfe! Arschloch, geh dahin, wo du hingehörst! Aua! Gib's ihm, los! Na los, kämpfe! Jawohl! Geht doch! Wir haben unseren Sieger! In der rechten Ecke, Jack Knife Johnson! Los, jubelt ihr Schweine! Bejubelt mich! Unser nächster Kämpfer kommt aus Bartling Wurst! Ihr alle kennt ihn als Bobby Ledoux, den Beautiful Growler! Ach du Scheiße, ist man nur der Bär oder was? Bumbo war ein Windbeutel verglichen mit dem Brawler. Du musst in Bewegung bleiben und lass dich nicht in die Ecke drängen. Ach du Scheiße. Aua! Mach ihn platt! Du Arschloch! Aua! Triff ihn härter! Kannst gar nichts, Junge! Geh doch zu Hause, du alte Scheiße!
Fertig. So, bam, bam. Jack Knife Johnson wird heute Abend erfolgreich sein und als nächstes der Champion. Publikum anheizen, eh. Ja, genau so. Zeig's mir, Leute. Ja, Baby. Ich bin der König der Welt. Auf dem Weg zum Ring ist das Biest des Bayou, der Rüpel von River Road, euer Champion, Totengräber Bob. Totengräber? Du weißt, warum man ihn den Totengräber nennt. Weil er Leute unter die Erde bringt? Genau. Okay, und wie krieg ich ihn? Du schlägst zu. Richtig, richtig fest. Okay. Ah, falschen Nippel! Rossi, du sollst kämpfen! Komm noch hierher, du Ratte! Ja, rein in die Ecke mit ihm! Aua! Aua! Komm hierher, du Wichser! Aua, der macht es nicht zu hauen! Wir haben einen neuen Champion, Mr. Jack Knife Johnson! Ja, ich bin der neue Champion! Publikum beleidigen! Ihr könnt mich mal, ihr Wichser! Ja, Baby! Achtung, verzeihen Sie, bitte! In Ordnung, Junge, das reicht. Gehen wir. Was passiert jetzt? Geh zur Umkleidekabine und hol dir deine Siegprämie ab. Jo, mach ich. Ich? Ich hab was zu erledigen. Irgendwas sagt mir, dass Boom Boom einen neuen Manager braucht, nachdem du ihm so den Arsch versucht hast. Ihr Neger wisst wirklich, wie man sich prügelt. Ja. Hast dir meinen Respekt verdient. Das ist... Hab ich. Du hältst mich wohl für einen Vollidioten, einfach so hier aufzukreuzen. Weißt du, einem überschaubaren Risiko gehe ich selten aus dem Weg. Wäre aber besser gewesen. Au. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe Speiseöl reingetan. Das macht den Sprit dicker und klebrig. Jetzt lassen wir alles ein bisschen einziehen, damit es sich auch schön überall verteilen kann. Und wenn ich dann anzünde, dann brennt das Zeug wie Napalm. Oh, Napalm, da war doch was. Und du? Zerfranse das Seil. Du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Bewege WSAD rauf und runter um das Seil. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen. Ach du Scheiße. Aber während deine Beine dich eine Erkenntnis wie ein Faustschlag treffen. Mach weiter! So dass du noch spüren wirst, wie dein Pimmel verbrennt, bevor du abkratzt. Dein oh Gott, ich glaube, das wird nichts. Aua! Der Schmerz wird unerträglich. Ihr Schweine! Und du wirst darum betteln, dass ich dich töte. Ach so, geht schneller. Ah! Nein! Mach! Scheiße! Also mit Gamepad wäre das bestimmt voll easy. Oh, jetzt bin ich abgefackelt hier. Das nennt der Napalm hier? Das war doch voll öde. Und du? So. Du wirst Schmerzen haben, wie sie noch nie einer gehabt hat. Fick dich. Ich versuche hier mal schneller. Es ist jetzt ein bisschen laut. Du wirst immer noch bei Bewusstsein sein, wenn die Flammen höher. Na, nun mach schon! Aber während deine so, Beine cool. brennen. Bin schon los. Aua. Eingraben! Hol mich hier raus! Au! Wer Wichser hat mich gesehen? Rotflinte!
ich tun. Wir können das bestimmt irgendwie klären. Warte, erst das Geld hier. Hier muss nur geklärt werden, wie du bestattet werden willst. Das war's dann also. Sieht ganz so aus. Weißt du, Sal wollte, dass ich Jura studiere und dann bei einer großen Firma arbeite. Oder in die Politik gehe. Du musst was aus deinem Leben machen, Junge, hat er immer gesagt. Hättest du auf ihn hören sollen. Ich kann eben nicht aus meiner Haut. Ja. Du bist, was du bist. Damit muss sich jeder irgendwann mal abfinden. Fick dich. Jetzt fackelt er ihn auch noch bei lebendigem Leibe ab. So kann ich nicht sterben. So nicht! Doch, so wirst du sterben. Du und Sal kommen bald nach. Nein, nein, nein! Komm zurück! Sind daneben geschossen. Vorrücken! Ich nehme mal das Gewehr hier mit. Er macht uns alle fertig! Gott. Obwohl, hier drin nehme ich mal ein bisschen Schrotflinten-Action. So. Kommt doch hierher, ihr Ratten! Ich verpiss mich! Ich brauche mehr Munition! Was, Molotow im Anflug? Gib dir gleich Molotow. Wo ist der da hinten? Scheiße, ich sitze hier fest. Nur noch Sprengsätze habe ich hier. Andere Waffe. Hab ich ihn getroffen? Aua! Eingraben! Ich sehe die da oben nicht. Oh. Shotgun Johnny. Muss nachladen. Was zur Hölle? Aua. Vorrücken! Hab einen entdeckt, Jungs! Hier ist jemand. Scheiße! Da ist ein Medizinschrank. Hab einen entdeckt, Jungs! Was haben wir denn hier? Aua! Oh, da kommen noch mehrere. Ich muss nachladen! Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt nicht herkommen soll. Alle Mann in Deckung! Granate! Auf den Boden! Weg hier! So. Schwanzlöcher! Jetzt nicht herkommen soll. Da bist du also. Ich kann schießen. Dafür bin ich geboren.
Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Kacke! Oh, Kacke. Granate! Granate! Oh. Jetzt jemand, der es mit dir aufnehmen kann. Molotow! Molotow brennt! Köpfe runter! Also... Ich geh in Deckung! Ja, also Battlefield 1 kommt ja erst nächste Woche. Und Early Access spiele ich jetzt nicht. Da habe ich keine Lust zu. Scheiße! Kacke. Ich bin so gut wie tot. Muss mich kurz ausruhen. Die geht gleich hoch! So. Hier ist noch ein Medizinschrank. Lass mich hier rüber. So. Aua! Bleib weg! Nicht, dass der so am Husten ist? Hier! Hier drüben! Oh, scheiße! Jetzt bist du dran! Oh, hier ist was los! Nimm das Gewehr. Geh um ihn rum! Das war die dämlichen Hurensohn! Oh, die treffen immer die Penner. Ey, Gabi, kommt hierher! Ich geh in Deckung! Scheiße! Er hat mich hier festgenagelt! Ich hab Angst, ich will nicht sterben! Headshot! Keine Munition mehr! Machen wir hier eine Schrotflinte auf. Geh zurück und sieh nach, ob er da drüben ist. Scheiße, Granate! Oh, da ist ein Medizinschrank. Schön dich zu treffen, Arschgesicht. Zeit zum Sterben! What? Grill den Hurensohn! Wärm ihn etwas auf! Achtung, Granate! Ich geh in die Luft! Ah, scheiße! Ich muss nachladen! Die haben mich hier festgenagelt! Diesen Sack um! Ah! Vorrücken! Mal lieber den Kopf unten gelassen!
Nachladen! Geh in Deckung! Das ist nur noch du und ich! Sag, was du... Was willst du? Wir haben ein Problem. Ich kann nicht denken. Er schlachtet uns ab. Nachladen. Scheiße, mach doch hier. So. Meine Güte, das war ja mal dramatisch hier. Aber irgendwie geil. Nehmen wir noch ein bisschen Geld mit. Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Was? Aufgenommen. Scheiße, fahr, 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 fahr! Bloß weg hier. Entkomme aus dem Gebiet. So. Wo sind die Druckplatten, die Sir Marcano aus der Bank gestohlen hat? Kann mich nicht erinnern. Georgie, schwing deinen Arsch her. Dein Onkel Tommy ist tot. Ich denke, das solltest du wissen. Ach, das tut mir leid, Pops. Ich weiß, was er dir alles bedeutet hat. Er hatte was drauf, dein Onkel Tommy. Hätte ein Großer werden können. Ich sagte zu ihm, geh aufs College. Ich hätte es ihm auch bezahlt. Aber ihn zog's nach Kuba. Das ist nicht deine Schuld. Klar. Wir sind ziemlich am Arsch, verstehst du? Ich hab felsenfest mit den Blüten gerechnet. Ohne sie ist scheiße. Ja, aber irgendwas müssen wir doch tun können. Mach mehr Druck. Deine Leute müssen einfach mehr Kohle ranschaffen. Wäre nicht genug. Nur weil du eine Pistole auf jemanden richtest, kriegst du noch lange nicht mehr raus aus ihm. Wir könnten jederzeit Leo Galante anrufen und... Vergiss ihn. Ich baue dieses verdammte Casino nur, um endlich dem Würgegriff dieser Wichser zu entgehen. Wenn ich jetzt die Kommission reinhole, wollen die doch mitverdienen. Verdammte Scheiße, na los, mach, dass du rauskommst. Ich muss wen anrufen. Raus! Scheiße. Leo! Wie geht's dir denn? Hier ist Sal. Ja? Hör mal, wir müssen uns unterhalten. Ich hab versucht, den Teil von mir, der Lincoln helfen wollte, mit dem Teil, der geschworen hat, Jesus Christus zu folgen, zu versöhnen. Keine Chance. Wissen Sie was? Ich hab damals die Nachrichten gesehen und sah, dass sie Dr. King erschossen hatten. Ich erinnere mich, dass die Leute in den Straßen randaliert haben, weil sie sonst nichts mehr tun konnten. Und nebenan, im anderen Raum, rang Lincoln mit dem Tod. Vielleicht habe ich deshalb getan, was ich tat.
Erledige Tommy Marcano. Abgeschlossen. Errungenschaft freigeschaltet. Brennt wie Napalm. Willkommen zur Party, wenn wir nur ein paar Bierchen hier hätten. South Downs gehört jetzt uns. Tommy hat hier ein paar solide, unauffällige Geschäfte etabliert. Sollte reibungslos ablaufen. Mein bisher einziger Bezirk ist River Row. Und so toll es da auch ist, ich will mehr. Ich schmeiß schon das halbe Viertel. Kannst es mir auch ganz geben. Läuft alles wie geschmiert im Hollow. Allerdings ist das bisher der einzige Bezirk, den ich führen darf. Es ist an der Zeit, diese Läden mir zu überlassen. Keiner von uns arbeitet für die Wohlfahrt. Wir helfen mal wem. Aber wenn es ums Geld geht und um die wahre Macht in dieser Stadt, davon kann man nicht genug haben. Selbst wenn ich hier schon die meisten Läden kontrolliere. Du weißt, ich bin die Einzige, auf die du dich verlassen kannst. Jo. Vito 170. Entscheide dich richtig. Nicht den Kopf verlieren. Oh, ich noch mehr geben, nee, ne? Wer soll's denn nun sein? Angeführt von einem Vollstrecker und schwer bewaffnet. Vollstreckerkommando. Sprinte und schwimme länger und erhole dich schneller. Ah. Es gibt kein Stadtviertel, das ich nicht kontrollieren kann. Aber ich will die eine Schrotflinte kriegen, die kriege ich bestimmt nicht. Nicht, dass Vito irgendwann sauer wird. Jetzt 170.000. Gib mir die Schlüssel zum Königreich. Sammy hat dich gut erzogen. Vertrau deinem Riecher. Keine Hektik. Wir machen das noch nicht. Oh, nicht das Vito. Eigentlich wollte ich ja mit Vito komplett zusammenarbeiten. Wir machen das mit Cassandra. Ich würde sagen, dieses Gebiet ist perfekt für Cassandra. Das wird gut zu den Läden passen, die wir im Hollow schon am Laufen haben. Und das ist auch ein richtiges Signal an unser Volk. Ich soll meinen Jungs jetzt sagen, dass ihre Arbeit umsonst war? Herrgott, das wird denen genauso wenig gefallen wie mir. Das ist das letzte Mal. War's das dann? Auf mich wartet eine Nutte und eine Flasche Schnaps. Das war's. Reicht erstmal. Oh, ich muss unbedingt Vito zufriedenstellen das nächste Mal. So, Verbündeten hinzugewonnen. Büchsenmacher, verringerter Rückstoß. Verringerter Rückstoß für alle Schusswaffen. Verbündete hinzugewonnen. Screaming-Semi-Rauch. Rauchbombe für Screaming-Semi hinzugefügt. Gefallen bekommen, Gefallen verdient. Löse Gefallen bei Verbündeten ein. Verbündeten ver... Was? Verloren. Insider. Position der... Art. Gefallen verlieren. Wenn du einem deiner Unterboss einen Bezirk zuweist, übernimmt er die Kontrolle über die dortigen Geschäfte. Wenn sie bisher einem anderen Boss zugewiesen waren und dieser dir bislang Gefälligkeiten wie Dienste und Verbesserungen... Was? So steht hier kein Auto von mir. So, dann gucken wir mal hier. Achso, na gut, na, das hätten wir mal, das hier war das, das hätten wir mal Vito geben sollen. Dann kriegt Vito dann das hier irgendwann oder was auch immer. Ich glaube, das nächste sind ja die hier. Hier Innenstadt. So, Zusatzkapitel. Mal gucken, ob das hier jetzt geht. Oh, 1, 1, 2, 2. Rede mit Cassandra. Das machen wir mal. Obwohl, das ist weit. Trotzdem machen wir das.
Und wir rufen mal Edgar an. Ich habe quasi Bedarf an allem. Kannst du mir helfen? Bin im Bayou. Komme schon. Nur einen Augenblick. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Sag mir mal, was du hast. Wollen wir mal gucken. Verdammte Scheiße! Verringert den Rückstoß aller Schrotflinten um 30%. Ja, kaufen wir mal. Haben ja genug Kohle. 45%, nein, brauchen wir nicht. Erhöhe die Treffergenauigkeit aller Pistolen um 39%. So. Okay, was haben wir hier für Verbesserungen? Ui, Deutsche steht da sogar. Deutsche M11B. Automatikwaffen kosten nur 15.000. Oh, jetzt haben wir kaum noch, jetzt haben wir keine Kohle mehr. So, jetzt haben wir alles ein bisschen verbessert. Haben wir denn noch Geld für Munition? Unser Deal ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. So, dann haben wir mal eben 100.000 ausgegeben. Ich mach mal kurz auf Pause. Wir werden mal dieses Ding hier verwanzen. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwann mit Vito noch Probleme bekomme. Ach, wie schlecht eingepackt. Oh, was guckst du so? Ich bin mir nicht sicher, Officer. Aber wenn ich eine Weile drüber nachgedacht habe und mir noch was einfällt, natürlich sofort an.
Schwing deinen Arsch hier raus! So redest du nicht nochmal mit mir. Jo, also die Werkstätten sehen halt oft gleich aus, ne? Ah, hier ist noch Geld. Schrotflinte. Hier geht's raus. Dann sammeln wir hier mal ein paar Dinger ein. So. Ach was, hier ist aber nicht viel. Das ist auch nur diese Abhörzone. Immer noch eine. Ich finde es schade, dass hier auf den Bahngleisen keine Züge fahren. So, die Tür war da zwar auf. So, dann haben wir hier alles. Dann fahren wir jetzt zu Cassandra. Kickback. Scheiße! Wieso bremsen die immer auf eine Vorfahrtstraße? Hier ist doch kein rechts vor links, das hier ist ein Ackerweg.
Ja, ich hupe immer zurück. Kenne ich gar nichts. Puh, schon das da oben gerade. Da sind wir ja schon. Komm rein, was für ein See. Die Bienchen summen und die Vögel zwitschern, Mr. Clay. Und sie alle erzählen mir, diese Dixie-Schweine drücken sich hinter irgendwelchen verfallenen Schuppen rum und versuchen, noch mehr von ihren Waffen zu verticken. Es heißt, die Kerle brauchen Geld. Vielleicht, weil sie sich mit der Southern Union zusammengetan haben. Wenn du dir ihre Waffen greifst, treffen wir sie da, wo es wehtut. Okay. Wir gehen mal raus. Ich muss was von der Kohle loswerden in Harlow. Etwas Geduld, bin sofort da. In Ordnung. Was wickeln wir heute? Du verlierst das. Okay, ich wäre dann soweit. So, aber... Ach so, jetzt müssen wir das hier immer wieder abholen. Scheiße. Das ist ja blöd. Stiehl den Waffenvorratstruck der Dixies. Machen wir mal. Können wir auf dem Weg dorthin? Bei Vito ran? Nee. Aber wir fahren hier ran. Auch unbedingt Medizin. Ahnungsloser Motherfucker. Weitermachen, Leute. Ich gehe wieder weg. Weg da! Scheiße. Die Bullen müssen so schnell wie möglich herkommen. Es gab einen Anruf wegen einer Fahrerflucht im Hollow. Wenn sich jemand die Mühe machen will, kann er da vorbeischauen. Thank you.
Okay, falsche Gebäude. Scheiße. So, jetzt hätten wir wenigstens wieder zwei. Hier sind ja nur noch zwei Abhörbereiche. Zum Glück. Die Brücke hier noch heile? Nee, way! So, wie kommen wir hier am besten rein? Damit könnten wir die Nationalgarde wegputzen! Oha. Zwei Stück. Was? Irgendwas passiert hier. Der gibt keinen Mucks von sich. Dieser Hurensohn kann sich nicht für immer verstecken. Er flüchtet! Ich lieg am Boden wie eine Beschissen. Da ist noch einer. Er geht nirgendwo mit. Dann haben wir eben Action hier. Nee, suchen sie mich, wissen aber nicht, wo ich bin. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Na, komm hierher. Oh, scheiße. Trefft verdammt gut die Penner. War das alles? Scheint so, mehr waren hier nicht. Ach, hier haben wir sogar schon alles. Ausgezeichnet. Dann wollen wir mal ein bisschen fahren. Dafür, dass das so viele Waffen sind, war das ganz schön schwach bewacht.
es wird hell. Lieferung abgeschlossen, Auftrag abgeschlossen. Die 45er in meiner Hand, kehre zu Cassandra zurück. Das machen wir. Willkommen, Bruder. Es tut sich einiges in den Straßen. Und das alles wegen dieser Waffen hier. Optionaler Auftrag freigeschaltet. Gefallen verdient. Gefallen bekommen. Löse Gefallen bei Verbündeten ein. Ein Gefallen bekommen. So, was haben wir hier? Also hier ist immer noch was. Rede mit Cassandra haben wir doch gemacht. Stiehl das Boot. Haben wir doch gemacht hier. Finde raus. Wohin die nächste... Ach so. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Und der mal stehen bleibt. Das ist faszinierend. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Wie, ist es hier was Neues oder was? Ach so. Rückstoß. Munition ist nicht verkehrt bei Gewehre. Mann, wann kriege ich dieses Mistding endlich? So ein Rotz. Handel abgeschlossen. Bin hier weg. Dann werden wir mal hier... Ach so, mit Cassandra wollen wir mal reden. Einer der besten Kunden der Dixies ist unser eigenes Polizeirevier. Wir haben da einen schweren Polizeitruck unter Verschluss. Voll beladen mit Militärwaffen. Genau die Art Waffen, die diese Schweine gegen uns einsetzen. Geh hin und tu das Naheliegende. Tu das Naheliegende. So, was, wo ist das? Da ist das. Dann können wir zwischendurch hier noch bei Vito ran, dann daran und dann machen wir das. Und dann ist Feierabend für heute. Wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Hollow schicken würdest. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir.
Ich habe hier einen Wagen für dich. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Scheiße! Ah. Das hat wehgetan. Spring wieder nicht weg. Was dir gemütlich. Heilige Scheiße, Kohle, ist das ein Haufen Kohle? Nee, es war schon mal mehr. Mein Junge, das war schon mal mehr. So, hier auch noch mal ein bisschen Medizin. Das sieht aber schön aus. Ach, es regnet man nicht. Faszinierend. Ich glaube nämlich, da ist es besser, wenn wir das da abhören können. Hier gibt es noch zweimal Medizin, die müssen wir mitnehmen. Ach, scheiße. Heile Familie gemacht. Verstehe ich ja. Aber Gartenzaun, Häuschen, Kinder und was sonst noch. Ach, und sogar viele Schwarze hier drin. Welt. Kann sein. Wie kannst du von dieser Dienst nach Vorschrift-Tour nicht gelangweilt sein?
Was bringt dir das? So haben sie nicht Geld mitgekriegt. Und einen ganzen Haufen gar nichts. Aha. So, hier ist auch nochmal Medizin. Sogar ein schwarzer Laden. So, jetzt sind wir voll. Wo zur Hölle willst du damit hin? So. Ruf die Polizei! Schnell! Was, wer will die Polizei rufen? Die ganze Welt ist verrückt geworden. Weg hier! Bloß weg hier! Lieber Gott, ich bin noch nicht bereit zum Sterben! Lieber Gott, ich bin noch nicht bereit zum Sterben! Was ist das denn für eine Karre? Junge, wenn deine Mutter dich jetzt sehen könnte. So einen hatte doch Elvis. Hier hinkommen. Entschuldigen Sie bitte. Da ist er ja. Ganz genau wusste, was zum Teufel er da tat und warum. Ich habe keinen Zweifel. Oha, hier haben wir noch einiges. Machen wir jetzt aber nicht. Ach scheiße, nee, da müssen wir hier noch hin. Kacke. Es ist grün. Unglaublich. Hier ist rot, ich fahr trotzdem rüber. Ups. Sind wir schon da jetzt oder was? Nee. Das kann was werden. Bullen sind jetzt nicht gut, ne? Hä? Wo willst du denn? Police. Ich frage mich, ob hier nachts wieder weniger los ist. Kommt noch einer. Ich hoffe, dass sie nicht umdrehen werden. Na, die gehen weiter. So. Come
Code 35. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. Was? An alle Einheiten. Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole. Sichtkontakt verloren. Der hat mich schon nur so kurz gesehen. Hier ist er nicht, Männer. Versuchen wir es da drüben. Los, dreh dich um. Da ist der LKW. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Nee, das Pfeifen funktioniert nicht. Kacke. Scheiße, da kommt noch einer. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Okay, dann machen wir jetzt den hier. Wer zum Teufel weiß das schon? Wir können bloß abwarten und sehen, was passiert. Aber unser Zuhause ist trotzdem Southdown. Will der mich verarschen? Irgendein Vollidiot legt hier Feuerzentrale. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Kommt aus einer beschissenen Voodoo-Puppenzentrale. Ich dachte, die sei eine christliche Nation. Bitte komm. Ich spüre hier die Sicherung. Ich hab Ärger! Schick mein Feuer! Scheiße! Person zu Fuß gesichtet. Untersuchung aufgenommen. An alle Einheiten. Verdächtige außer Sichtweite. Ich wiederhole. Sichtkontakt verloren. Achtung an alle Einheiten im Umkreis. Es gab ein Tötungsdelikt in Starfire. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Eingreifen erforderlich. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Schießen die auf mich? Schießen die auf mich? Irgendjemand schießt hier auf mich. Das ist ein neues Auto? Das ist das. Nee. Keine Spur von ihm hier. Das ist ein Silber oder nicht? Wir verstecken uns mal hier und gucken, ob wir denn einfach mal da wegfahren können. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Hm.
Wohin jetzt? Hängel die Polizei ab. Hier mit oder was? An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Jawohl. Achtung, Meldungen über einen tätlichen Angriff in Frisco Field. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Farbiger. Bitte bestätigen. Hier kommt die Polizei. Oh, Scheiße. Kacke! Das gibt's doch nicht. Keine Munition mehr. So, keine Munition mehr. Wie soll ich denn jetzt loswerden? Das kann doch nichts werden. Fünf Autos hinter mir. Hier kommt die richtige Polizei. Ah, noch ein Platten hier. Oh nee. Kann ich unmöglich loswerden mit diesem langsamen Ding hier. Ja. Das ist mein Blut hier alles dran? Ist doch scheiße ohne Munition! Welche ausgeschaltet. Kacke. Kacke! Alter, wollen die mich verarschen? Oh, jetzt kommt wieder von vorne einer. Ich hab ihn. Geh rüber. Nein, wieso geht das nicht auf hier? An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Hier kommen sie nicht rein.
Plattfuß, alles Plattfuß und Kratzer. Mal abwarten, wann die Suche eingestellt wird. Da ist die Tür für das Zumachen da. Nee. Vielleicht oben. Was machen die denn da draußen? Oh. Ach herrje, jetzt rücken die da schon mit so einem Kommando an hier. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche Jawohl. Abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Sehr gut. Jetzt schön mit Plattfuß fahren. Dieser unverschämte kleine Hurensohn. Der muss verrückt sein. Nein! Nein! Ermittlung läuft. Jetzt holt sich der Teufel sein Frühstück. Kacke. Müsste ich nochmal wieder versuchen, ins Lagerhaus zu fahren oder so. Hier kommt die richtige Polizei. Platz da, du Penner! Ich hier so langsam lang. Noch drei hinter mir. Ah, vorne ist auch schon wieder einer. Guck mal, weiter nach Norden zumindest. Hier
kommt die richtige Polizei. Nein, da sind Bullen. Ah, ne, das ist erst unten. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin hier? Ach du Scheiße. Ach so, hier sind wir. Ich dachte, wir wären hier irgendwo. Die stehen da bestimmt noch alle jetzt. Ja, links fährt schon wieder einer. Da ist noch der Fahndungsbereich. Okay, ist Ende. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienste fortsetzen. Jetzt muss ich immer darauf achten, ob irgendwo Bullen angezeigt werden. Scheiße! Da ist ein Bulle. Da ist auch ein Bulle. Scheiße! Einheit vor Ort hat Ermittlungen aufgenommen. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Komm schon, Baby. Scheiße, da sind Bullen. Oh, da steht eine rote Ampel, der Penner. Ne, es fährt da. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Wieso steht der hier jetzt? Will er mich verkackeiern? Ist das noch weit? Ach, naja, die Hälfte haben wir schon. Will der mich verarschen? Wieso steht der da jetzt? Jetzt fährt er. So langsam müsste die Bullenpräsenz doch wieder nachlassen.
ist nicht mehr weit. Ist nicht mehr weit. Dann freue ich mich. Scheiße, komplett Plattfuß hier überall. Alter, wenn du rechts abbiegen willst, dann fahr gefälligst auf der rechten Spur, du Penner, und du bleibst da stehen. Ja, wir haben es geschafft, wir stehen hier Bullen. Geh weg! Lieferung abgeschlossen. Ich dachte gerade, da steht ein Pferd. Kehre zu Cassandra zurück. Dann gehen wir da mal rein. Schön, dich wiederzusehen, mein Freund. Ja. Die Leute fühlen sich endlich wieder sicher in ihren Häusern. Dass wir jetzt diese Waffen haben, ändert alles hier im Hollow. Optionaler Auftrag freigeschaltet. Wird das auch irgendwann mal enden hier? Hier steht hier ein Polizeiauto? Wollen die mich verarschen? Jetzt habe ich hier ein Polizeiauto. Weil ich da als letztes eingestiegen bin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weise Cassandra einen Bezirk zu als nächstes. So, aber hier ist wieder still das Boot. Und dann wollen wir bei Burke auch mal diese Sachen hier machen. Mal wieder die Autos klauen. Und einen Truck stehlen. Vito-Bezirk zu. Ja, müssen wir mal gucken, ob das dann irgendwann wieder funktioniert. Aber das werden wir dann morgen irgendwann machen. Ja. Also Vito wird dann diesen Bezirk hier kriegen und Cassandra noch den hier und dann gucken wir mal weiter, was passiert. Muss was von der Kohle loswerden in Harlow. Bin gleich da. Nur mal ein bisschen Geld einzahlen. Willst du was einzahlen, Darling? Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. So, mal gucken, ob wir morgen noch die Polizeikarre haben. Dann mache ich Feierabend und bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Ciao.